Meine Damen und Herren, mit diesem Video möchte ich Ihnen Dora Sophie Kellner vorstellen, besser bekannt als Dora Sophie Benjamin, die Frau, mit der der große Philosoph und Kulturtheoretiker Walter Benjamin 13 Jahre lang verheiratet war. Sie war die Mutter seines einzigen Sohnes Stefan. In den gängigen Benjamin-Biografien werden Sie nur sehr wenige Zeilen über sie finden, meistens auch sehr abfällige. Zum Teil wird sie sogar als dumme Gans oder schnell wieder verschwindender Komet bezeichnet. Dabei war sie in Wirklichkeit die Tochter einer jüdischen Gelehrtenfamilie aus Wien, 1890 geboren, und hat erst in Wien, dann in Berlin Chemie und Philosophie studiert, war also eine durchaus intellektuell adäquate Partnerin für Walter Benjamin. Und sie war eine führende Journalistin der Weimarer Republik. Sie hat für alle möglichen wichtigen Magazine und Zeitungen geschrieben, unter anderem für den Querschnitt, den Uhu oder die Vossische Zeitung. Ich beginne mit einem Text, den Sonja Kargel, Schauspielerin aus Köln, Ihnen vorstellen wird: Börsengeschäfte einer Frau. Geschrieben 1929 auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise. Bis vorige Woche hatte ich nichts mit der Börse zu tun. Wozu braucht eine Frau den Kurszettel lesen? Wenn ich mir abends Ottos Gesicht ansehe, weiß ich schon ganz von selbst, ob Zement abgebröckelt haben oder preußische Lokomotiven anziehen. Aber am Mittwoch bekam ich einen Brief vom Notar. Da hat mir doch Tante Leonie, um die anderen zu ärgern, alles hinterlassen. Nach Abzug der Steuern und was weiß ich noch, 17.365 Mark und 77 Pfennig. Ein Scheck lag bei, auf dieselbe Bank, wo wir auch in der Depositenkasse sind. Ich stürze natürlich sofort ans Telefon und rufe Otto an. Aber die Nummer war besetzt. Und da überlege ich. Wenn ich in Zukunft was haben will, wird es da nicht immer heißen, das kannst du dir selber kaufen. Du bist doch jetzt eine reiche Frau. Und außerdem hätte ich zu gern auf der Börse gespielt. Ich ziehe mir also mein neues Ensemble an und fahre zur Bank. Sie kennen mich dort, weil ich öfters mit Otto hingehe, wenn ich schnell mal was brauche. Es war eine ganze Menge Geld. 3.000 habe ich gleich extra gelegt. Die sind für die Perlen, die ich schon so lange haben will. Perlen, sagt Klusmann, werden immer teurer und es ist also eine gute Anlage. 300 bin ich bei der Schneiderin schuldig, wovon Otto nichts weiß. Es sind also 14.000 übrig. Die beiden Beamten sehen beide sehr nett aus. Welchen ich um Rat frage? Der Große hat einen englischen Schnurrbart. Das ist totschick. Aber der Kleinere gefällt mir doch besser. Seine Tolle ist so blond und kraus und er hat ganz blaue Augen. Der weiß gewiss ausgezeichnet Bescheid. Ja, sagt er auch sofort, ich kann Ihnen zwei Papiere nennen, die sicher steigen. Vereinigte Gummi haben etwas verloren, die erholen sich in den nächsten Tagen und Brauerei gehen ein paar Punkte höher. Man spricht von einer Fusion. Mir ist da was unklar. Wie kann man sich erholen, wenn man etwas verloren hat? Und was ist eine Fusion? Aber ich getraue mich nicht zu fragen. Wenn der junge Mann merkt, wie wenig ich weiß, lacht er mich aus. Aber was Vereinigte Gummiwerke sind, das weiß ich. Da ist der Mann von der INA Direktor, von dem Scheusal, das immer behauptet, ich kann so wenig Bridge spielen wie ein sechsjähriges Kind. Da denke ich doch nicht daran, denen mein gutes Geld in den Rachen zu werfen. Und Brauereiaktien? Ich trinke überhaupt nie Bier. Ordentlicher Cocktail ist mir viel lieber. Aber der junge Mann, der ist so energisch und so hübsch, soll ich nicht doch. Wissen Sie was, sage ich. Die Sache werde ich mir noch überlegen. Ich kann doch telefonieren, nicht wahr? Denn ich weiß, dass Otto sehr viel telefonisch erledigt. Hier ist das Geld. Bewahren Sie es mir so lange auf. Dem jungen Mann tut es sehr leid, dass ich schon gehen will. Und er will das Geld auch nicht nehmen. Denn ich habe kein Konto. Verheiratete Frauen dürfen keines haben, ohne Erlaubnis des Mannes.
Aber ich lasse den Direktor rufen. Der kennt mich sehr gut, denn wir spielen in Blau-Weiß immer Tennis zusammen. Und er sagt, ist schon alles in Ordnung. Nur Ihre Unterschrift, Gnädigste. Nachmittags war ich sehr froh, dass ich noch nichts genommen hatte. Ich ging ins Eden und durch Zufall sprachen Eddie und Tom über Buckauer Zink. Eddie hat eine Masse daran verdient und will noch mehr kaufen. Die ganze Nacht konnte ich vor Aufregung nicht schlafen und in aller Frühe telefonierte ich an die Bank. Die Aktie, hatte ich von Eddie gehört, lautet auf 1000 Mark. Ich sagte also, sie sollten 14 Stück kaufen. Sie verlangten eine schriftliche Bestätigung und ich setzte mich also hin und schrieb, sehr geehrte Herren, bitte kaufen Sie für mein Geld 14 Aktien Buckauer Zink. Vielen Dank und beste Grüße. Es ist ein eigentümliches Gefühl, wenn man spekuliert. Bald ist einem ganz heiß, wenn man an das viele Geld denkt, das man gewinnen kann und was Otto sagen wird. Bald läuft es einem kalt über den Rücken runter, denn wer weiß, ob die Aktien wirklich steigen. Den ganzen Vormittag war ich in der Stadt, mir Pelze ansehen. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir einen Breitschwanz. Ich konnte kaum erwarten, dass endlich das Abendblatt kam. Zuerst waren die Aktien gar nicht zu finden. Ich kann gar nicht begreifen, warum man sie so klein druckt. Das ist doch das Wichtigste an der Zeitung. Da stand Buckauer Zink 237. Was soll das heißen? Dass sie von 1000 Mark auf 237 gefallen sind? Das wäre ja entsetzlich. Ich rase ins Eden, wo ich mit Eddie verabredet bin. Nanu, sagt er, warum so aufgeregt? Ich erzähle ihm, was ich gemacht habe und er fängt an zu lachen. Das bedeutet Prozent, sagt er. Eine Aktie, die auf 100 Mark lautet, kostet in Wirklichkeit 237 und die Buckauer Zink 2370. Gestern waren sie höher, aber sie werden in Wirklichkeit wieder hinaufgehen. Ich bin selbst engagiert. Das verstehe ich nicht. Ich habe 14 Aktien gekauft. Ja, aber woher hast du denn das Geld? Fragt Eddie erstaunt. Das sind doch, lass mal sehen, ja, etwas über 33.000 Märker. Mir wird ganz schwach. Ich hatte nur 14.000. Wieso kann die Bank das machen? Ach, ihr habt doch mit Sicherheit genug. Sie belasten eben Ottos Konto und verständigen ihn oder verlangen Deckung. Unangenehm wird das erst, wenn die Aktien noch mehr sinken. Und das wird ja nun nicht sein. Bis heute verlierst du 2000 Mark. Nicht mehr. Nicht mehr? Was wird Otto sagen? 2000 Mark verspielt, hinausgeworfen. Ich höre gar nicht mehr zu, was Eddie sagt. Hätte ich mich bloß auf nichts eingelassen. Aber das war noch gar nichts. Am nächsten Abend kam Otto in sehr schlechter Laune nach Hause und sagte, weiß Gott, was die in Paris eigentlich wollen. Die Papiere fallen wie verrückt. Wenn das so weitergeht, bekommen wir eine Panik auf der Börse wie damals am Schwarzen Freitag. Eine Panik? Schwarzer Freitag? Ich kann mich genau besinnen. Neumanns mussten ihr Auto verkaufen und Marxens ihr Haus. So wird es uns auch gehen und ich bin schuld. Ich bekomme eine entsetzliche Migräne und wie nachmittags die Zeitung kommt, kann ich sie kaum halten, so zittern mir die Hände. Da steht es, Buckauer Zink 220. Jetzt ist sicher alles aus. Wir sind pleite, ich muss den Schmuck hergeben. Was wird Otto sagen? Jeden Augenblick kann ein Brief von der Bank kommen oder sie rufen an. Und die Aktien fallen lustig weiter, am nächsten Tag stehen sie nur noch auf 150. Kaum hatte ich die Kraft, mich fertig zu machen und in die Stadt zu fahren. Besser, ich weiß alles. Ich konnte nur eins nicht begreifen, warum Otto nicht kommt und mir den Kopf abreißt. Ich ziehe wieder mein neues Voljojet an und nehme die Eidechsentasche. Schließlich braucht man doch nicht wie eine Vogelscheuche auszusehen, bloß weil man einmal eine Dummheit gemacht hat. Und im Grunde ist nur Eddie schuld. Was braucht er in meiner Gegenwart von Aktien zu reden? Es ist schrecklich, wie materiell die Leute sind, nur aufs Geld versessen. Ich komme also in die Bank und kaum sieht mich der hübsche junge Mensch mit dem blonden Haar, so stürzt er auf mich zu. Gnädigste wollten doch die Order bestätigen, sagt er. Was war es doch und wie viel sollen gekauft werden?
Ich weiß nicht, wie ich aus der Bank nach Hause gekommen bin. Ich rase nach Hause und sehe in meiner Schreibmappe nach. Ja, da liegt der Brief an die Bank. Kuvertiert und adressiert, bloß nicht aufgegeben. Was mit dem Geld geschehen ist? Fragen Sie Otto. Er hat's angelegt. Ich kümmere mich nicht um Börsensachen. Das ist viel zu langweilig. Wenn man aber genauer hinhört, dann liegt zwischen den Zeilen eine herbe Gesellschaftskritik. Und zwar einerseits am wilden Spekulationswahn der 20er Jahre, der schließlich zum New Yorker Börsenkrach und zur Weltwirtschaftskrise führte, zur Massenarbeitslosigkeit, zur Schließung von Banken und vielen Fabriken. Und es liegt darin eine Kritik an einem ganz bestimmten Frauenbild dieser Zeit. Und zwar an dem der nutzlosen, repräsentativen Gesellschaftsdame, die gut verheiratet war, die nur das Geld ihres Mannes ausgab, die kein eigenes Geld verdiente, für jedes bisschen im Haushalt ihr Personal hatte und die keinen Gedanken an Politik oder an die gesellschaftlichen Verhältnisse verschwendete, die zum Beispiel die Arbeiterfrauen oder Millionen von Kriegerwitwen zwangen, für ihre Kinder unter den erbärmlichsten Umständen zu sorgen und in die größte Not brachten. Dora Sophie Kellner war der Meinung, dass dieses Frauenbild, dieses glamouröse, elegante, nutzlose Frauenbild sehr von Amerika, insbesondere von der amerikanischen Werbung und aus dem amerikanischen Film inspiriert sei. Und sie machte 1931 eine große Reportagereise nach Amerika und hat uns von da noch nähere Beschreibungen dieses Frauenbildes mitgebracht. Die Damen der Gesellschaft in New York sind alle schön und alle jung und alle vollkommen schlank. Allerdings muss man sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie Gang auf Gang dieser ohnehin so leichten Essen unberührt stehen lassen. Nur die Zigarette, die hier nach jedem Gang gereicht wird, rauchen sie. Radio oder Grammophon spielen ununterbrochen, was einen wahnsinnig machen kann. Neu schienen mir Abendkleider, die so steif mit Gold und Silber bestickt sind, dass die Frauen wie Götzenbilder aussehen. Hermelin ist zweitklassig, weil jeder es hat. Blutrote Fingernägel sind keine Extravaganzen, sondern Vorschrift. Ein paar Frauen pudern zum Kleid passend. Ich sah sie mal wasserleichengrün, mal fliederfarben. Satire und Spott und Gesellschaftskritik, das war aber nur eine Seite der Journalistin Dora Sophie Kellner. Sie war auch eine ganz hervorragende Literaturrezensentin, und zwar insbesondere von englischer und, Sie werden sich wundern, chinesischer Literatur. Auch das war ein Spezialgebiet von ihr. Sie hatte eine große Neigung zum Buddhismus und zu fernöstlichen Kulturen. Englisch konnte sie ganz hervorragend, weil sie aus einer Familie von Anglisten stammte und auch einige Zeit ihrer Kindheit in London verbracht hatte. Ich habe nachgeprüft, dass aus der Zeit von 1928 bis 1932 allein 27 Literaturkritiken von ihr nachweisbar sind. Alle erschienen in dem hochrenommierten Literaturmagazin Die Literarische Welt. Sie bezieht darin zum Teil recht provokante Positionen, nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Sie schreckt noch nicht mal vor dem großen Mythos des englischen Dichters George Bernard Shaw zurück. Sie wirft ihm ungeniert Frauenfeindlichkeit vor, vor allem in seinen Dramen. Aus vielen seiner Dramen gewinnt man die Überzeugung, dass Shaw die Frauen ganz mechanisch in drei Gruppen einteilt. In den Muttertyp, in den Mätressentyp und in den Blaustrumpftyp, der irgendeinem geistigen Ideal nachlebt. Alle seine Frauen gehören stets nur in eine dieser drei Kategorien. Er ahnt nicht einmal, dass die gleiche Frau bei einem Mann mehr mütterlich, bei einem anderen mehr kokottig und bei einem dritten mehr ideal empfindet und
dass gerade die Frau von heute davon angestrengt ist, diese drei Rollen nebeneinander spielen zu müssen. Hier nähert man sich bereits der Erkenntnis, warum Shaw so wenig von den Frauen versteht. Weil dieser unabhängige, originalitäts- und revolutionssüchtige Geist doch nur in einem unheilbaren Puritaner wohnt. Dora und Walter Benjamin wurden 1930 in Berlin geschieden, nach 13 Jahren Ehe. Er war derjenige, der das Scheidungsbegehren eingereicht hatte, weil er eine andere Frau, eine lettische Schauspielerin und Regisseurin, heiraten wollte. Für Dora kam dieses Scheidungsbegehren überraschend, ja schockierend, denn sie hatten einen Modus einer sehr offenen und liberalen Ehe gefunden, in der die beiden einander alle erdenklichen Freiheiten ließen. Die Scheidung, das Scheidungsverfahren wurde mit den Mitteln einer juristischen Schlammschlacht geführt und Dora Sophie Kellner musste in dieser Zeit große Angst haben, dass sie ihre Wohnung, ihre beruflichen Kontakte und vor allen Dingen das Sorgerecht für ihren Sohn Stefan verlieren würde. Aber es kam anders. Das Gericht sah ihn für schuldig an, weil er sich ehewidrig verhalten hatte. Nun hätte sie eigentlich befreit sein können, aber sie war zutiefst zerknirscht und verzweifelt, teilweise sogar dem Selbstmord nahe, ging aber trotzdem, um sich abzulenken, auf eine große Reportagereise nach London und nach New York im Auftrag verschiedener Zeitungen des Ullstein Verlages und berichtete von dort über gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen. Sie fand auch, und diese Kraft finde ich ganz bemerkenswert, sie fand die Energie, in dieser Zeit ihren ersten Roman zu schreiben, Gas gegen Gas, der als Fortsetzungsroman veröffentlicht wurde. Es ist ein Antikriegsroman. Es ist ein Roman gegen den Einsatz von Giftgas in künftigen Weltkriegen. Sie hatte ja den Ersten Weltkrieg miterlebt. Sie hatte einen Bruder, der im Ersten Weltkrieg war. Sie hatte viele Freunde, die dort waren. Sie hatten Menschen erlebt, die schwer traumatisiert, verätzt, verbrannt, verletzt, erblindet nach Giftgasangriffen zurückgekommen waren. Und diesem Thema widmet sie sich in dem Roman Gas gegen Gas. Es gibt dazu aber eine Vorstudie, die 5 Jahre früher entstanden ist, Die Waffen von Morgen. Die hat sie für die Vossische Zeitung geschrieben. Und dieser Text, der sehr theoretisch ist, wurde jahrzehntelang, zum Teil noch bis heute, Walter Benjamin zugeschrieben, weil man es einfach nicht für möglich gehalten hätte, dass eine Frau diesen politischen Weitblick und diese naturwissenschaftliche Akribie an den Tag legen konnte. Sonja Kagel mit Die Waffen von Morgen. Der kommende Krieg wird eine geisterhafte Front haben. Eine Front, die gespenstisch bald über diese, bald über jene Metropole in ihre Straßen und vor jede ihrer Haustüren vorgerückt wird. Dazu wird dieser Krieg, der Gaskrieg aus den Lüften, im nie gekannten Sinne dieses Wortes ein wahrhaft atemberaubender sein. Denn seine schärfste strategische Eigenart liegt darin, bloßer und radikalster Angriffskrieg zu sein. Gegen die Gasangriffe aus der Luft gibt es keine Gegenwehr. Selbst die privaten Schutzmaßregeln, die Gasmasken, versagen in den meisten Fällen. Das Tempo der kommenden kriegerischen Auseinandersetzungen wird demnach durch das Bestreben diktiert werden, nicht sowohl sich zu verteidigen, als die vom Gegner verursachten Schrecken durch ein Zehnfaches an Schrecken zu überbieten. Daher ist es belanglos, wenn Wohlmeinendere unter den Theoretikern uns das humane Tränengas in Aussicht stellen, ja womöglich für den Gaskrieg Stimmung zu machen suchen, indem sie ihn dem Luftkrieg mit Explosivstoffen gegenüberstellen. Schärfer sehen andere, indem sie für den Gasangriff von vornherein dasjenige Motiv in den Vordergrund stellen,
dessen wachsende Bedeutung bereits der vorige Krieg gelehrt hat. Die Vernichtung des feindlichen Willens zum Widerstande. Durch einige wenige Raids soll die Bevölkerung der feindlichen Zentren mit besinnungslosem Entsetzen derart erfüllt werden, dass jeder Appell an die Organisation der Abwehr versagt. Der Schrecken soll sich der Psychose nähern. In den Straßen Berlins verbreitet sich bei schönem, strahlenden Frühlingswetter ein Geruch wie von Veilchen. Das dauert einige Minuten lang. Danach wird die Luft erstickend. Wem es nicht gelingt, aus ihrem Bereich zu entkommen, der wird in wenigen weiteren Minuten nichts mehr erkennen können, sein Gesicht momentan verlieren. Und glückt ihm weiterhin keine Flucht, so muss er ersticken. Das alles kann eines Tages eintreten, ohne dass in der Luft irgendein Flugzeug sichtbar, das Surren irgendeines Propellers vernehmbar wäre. Bei klarem Himmel und blendender Sonne. Aber unsichtbar und unhörbar, 5000 Meter hoch, steht ein Fluggeschwader, das Chloracetophenol herabtropfen lässt, Tränengas. Das humanste der neuen Mittel, das, wie bekannt, in den Gasangriffen des letzten Krieges bereits eine Rolle gespielt hat. Londons Zentrum mit dem Sitz aller lebenswichtigen Institute des britischen Imperiums bedeckt 4 englische Quadratmeilen. Diese erfordern, um auf mehrere Monate hinaus unbewohnbar zu werden, 120 Tonnen Dichloroethylsulfid, Senfgas. Da zu gleicher Zeit über diesem Territorium maximal 250 Flieger sich aufhalten können, jeder davon mindestens 500 Pfund mit sich führt und dieses Geschwader eine Tonne pro Minute abwirft, so steht das Herz des britischen Weltreichs nach 2 Stunden still. Wie sehen jene Giftgase aus, deren Gebrauch die Verabschiedung aller menschlichen Regungen voraussetzt? Bis heute kennen wir 17. Unter ihnen sind das Senfgas und das Levisid die wichtigsten. Gegen beide geben Gasmasken keinen Schutz. Senfgas frisst das Fleisch und führt da, wo es nicht unmittelbar tödlich wirkt, Verbrennungen herbei, deren Heilung 3 Monate beansprucht. In den Regionen, die unter einem Senfgasangriff jemals gelegen haben, kann noch nach Monaten jeder Schritt auf dem Erdboden, jede Türklinke und jedes Brotmesser den Tod bringen. Senfgas macht alle Lebensmittel ungenießbar und vergiftet das Wasser. Die Strategen stellen sich die Verwendung dieses Mittels so vor. Gewisse taktisch wichtige Bezirke sind mit Wellen von Senfgas zu umgeben. Innerhalb dieser Welle geht alles zugrunde, durch sie kann nichts eindringen. So lassen sich Häuser, Städte, Landschaften derart präparieren, dass monatelang weder animalisches noch pflanzliches Leben in ihnen aufkommen kann. Das Levisid ist ein Arsengift, dringt sofort ins Blut, tötet unwiderruflich, blitzartig alles Getroffene. Monatelang sind alle von schweren Gasangriffen betroffenen Bezirke durch Leichen verpestet. Schutz gibt es in solchen Gebieten natürlich nicht. Keller und Unterstände, die vor Explosivbomben allenfalls schützen, bringen bei Gasangriffen den sicheren Tod, weil das schwere Gas in die Tiefe sinkt. Dora Sophie Benjamin, wie sie diesen Text unterzeichnet, spricht hier von einem künftigen Krieg, der mit noch viel schrecklicheren Mitteln geführt werden würde als der Erste Weltkrieg. Dieser Krieg kam im September
1939. Sie hat diesen Krieg überlebt, gemeinsam mit ihrem Sohn Stefan, mit dem sie rechtzeitig erst ins Italienische, dann ins Englische Exil ging. Walter Benjamin hat, wie Sie wissen, diesen Krieg nicht überlebt. Er beging im September 1940 Selbstmord, nachdem er gerade die Pyrenäen überquert hatte, um von Lissabon aus nach Amerika zu fliehen. Dora Sophie Kellner hat davon erst ein knappes Jahr später erfahren. Sie war tief erschüttert. Durch den Krieg war der Postverkehr zum Erliegen gekommen. Sonja Kagel liest aus einem Brief, den sie am 15. Juli 1941, seinem 49. Geburtstag, an einen alten Freund Gerhard oder Gershom Scholem geschrieben hat. Lieber Gerhard, Walters Tod hat ein Vakuum hinterlassen, das langsam aber sicher alle meine Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft aufsaugt. Ich weiß, dass ich ihn nicht lange überleben werde. Du wirst darüber überrascht sein, weil ich nicht länger Teil seines Lebens war. Aber er war ein Teil des meinigen. Und das nicht so sehr durch seine regelmäßigen Besuche und die Hilfe, die ich ihm wenig genug geben konnte, sondern mehr als alles andere durch den einfachen Umstand, dass er lebte. Ich dachte und fühlte, dass eine Welt, die imstande sei, einen Menschen von seinem Wert und seiner Gefühlstiefe am Leben zu erhalten, trotz allem anderen keine so schlimme sein könne. Scheint, dass ich mich geirrt habe. Heute ist sein Geburtstag. Mehr muss ich dir nicht sagen. Ich erinnere mich an nichts Dunkles und kein Leid, das er mir zugefügt hat. Ich denke an ihn, wie ich es in Bern tat, als du mich fragtest, was der Sinn des Lebens für mich sei. Und ich dir sagte, ihn zu schützen und ihn fähig zum Leben zu machen. Er wäre nicht gestorben, wenn ich bei ihm gewesen wäre. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, im Januar 1940 und davor im Sommer 1939, flehte ich ihn an, nach London zu kommen, wo schon ein Zimmer für ihn fertig war, und auf sein Visum und alles andere dort zu warten. Ich bin mir sicher, dass die Adornos alles Mögliche getan hätten, um ihn dorthin zu bringen. Alles Liebe, auch für deine Frau, die ich nicht kenne. Wie immer, deine Dora.